Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von Let's Play Far Cry Primal auf der PS4. Ja, letzte Folge haben wir den Tempel gestürmt. Wir haben Batari, die Sonnentochter, während der Sonnenfinsternis. Naja, sagen wir mal so, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Gut. Aber wir haben noch ein bisschen Nachgeplänkel hier. Und sowas mag ich ja absolut bei Spielen. Wenn die noch so ein kleines bisschen im Nachhinein irgendwas zeigen, machen. Weil die Entwickler lassen sich dabei meistens immer was einfallen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Du betrittst dein Dorf. Ja, das ist mir klar. So, wir schauen mal. Sind die Leute hier eigentlich glücklich? Feiern die mit uns? Feiern die nicht? Ich weiß es nicht. Ah, wir müssen auch noch rein. Okay, das machen wir gleich. Ich schaue mir das jetzt erstmal kurz hier so an. Ob sich irgendwas verändert hat noch. Ach ja, Karush, du bist ja auch noch da. Dich hätte ich beim Tempel gebraucht. Du bist ein guter Krieger. Jawohl, ein bisschen Kampftraining. Das ist immer gut. Wir haben lange nichts mehr von der ersten Venger gehört. Hier. Von ihr. Ul Marwa. Tanhi Tushirsh. Ach, mehr war das nicht. Ich dachte, er wäre. Ja, ist ja gut. Ich habe eigentlich gedacht, das wär's. Ich habe eigentlich gedacht, da wäre noch ein bisschen was zwischen. Ja, also nicht zwischen uns. Ja, das ist blöd formuliert. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht irgendwie besonders oder so. Das klingt irgendwie voll komisch. Ach ja. Wir bedienen uns erstmal wieder an unserem Lager, weil ich fühle mich so nackig ohne gewisse Sachen. Und zwar brauche ich allgemein ein bisschen Holz und ein bisschen Stein und Zeugs. Weil wir haben nämlich so gut wie keine Sachen mehr. Da, wir haben eine Keule weniger, wir haben kaum noch Pfeile gehabt, wir haben keine Speere mehr, was mich ja am meisten stört. Tobsuchtsbomben, Feuerbomben, okay, das ist noch alles Tutti. Da ist noch ein Köder, den brauchen wir eigentlich nicht. Aber Falle können wir nehmen. Das, dies, das, los, das. Gut, perfekt. Gut. Also hier hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ich habe eigentlich gedacht, ja okay, vielleicht reagieren die Leute jetzt ein bisschen anders auf uns. Aber, naja. Ich meine, gut, die sind uns auch so schon dankbar genug. Ich meine, wir haben hier ein hübsches kleines Dorf aufgebaut. Kann man nichts sagen. Was hast du eigentlich so zu sagen? Brashtar. Brashtar. Ich habe die Shastagwarha Yaudata. Ah, okay. Boah. Also nur so Standard. Okay. Gut, dann gehen wir halt mal zu Roshani. Mal gucken, was er so zu sagen hat. Maita Karwibishausa. Da Winjaha. Batari Uguanta Izila Nuenja Dwaya Nuta Schlaudra Kunasta Nai Wenja Hashwasa Quai Schwadata Quai Shizila Wenja Hashwasa Numas mash dachai magata. Winja hajrasu. Ais izila sashman shwagaita. Winja hadra. Ma muduchan. Tu hajra. Duchanta. Der ist mir immer noch nicht geheuer. Weißt du, er wollte jetzt unbedingt hier der Anführer von unserem Dorf sein, bloß weil er meint, er hätte jetzt die höchste Technologie oder was? Vergiss es. Du nimmst deinen Rechen und machst für uns Essen. So schaut's aus. Aha.
Na, da schau an. Ey. Oh, oh, oh. Ugwam! Winza! Gwarishama! Ula, Marwa! Sush, du gehst am Schah. Masidam Shabal. Nati Haika Gwasta, Saira. Das stimmt. Salwa Urus. Winja Nashman Waida. Takar. Nashman Dwayarish. Shaja. Mas Warbiti. Warish. Tibal Shayu. Winja. Yoga. Takar. Warbati. Takar. Warbati. Nutakar. Uhar. Nu. Ich hoffe doch. Jawohl! Land von Horus erobert. Ein Mann kann so vieles verändern. Und da laufen auch nochmal die Credits rüber. Wahnsinn. Aber die Folge ist gerade mal 6 Minuten. Ich nutze jetzt mal die Credits einfach, um noch ein kleines Abschlusswort zu sagen. Sagen wir es mal so. Mein Fazit. So müsste es doch immer heißen, nicht wahr? Fazit. Genau. Ich muss sagen, mir hat das Spiel richtig, richtig gut gefallen. Und es hat auch Spaß gemacht, auch wenn sich viele Sachen wiederholt haben und manche sich drüber aufregen würden. Ja, das war so langweilig, immer das Gleiche. Es ist nicht immer das Gleiche. Und in welchem Spiel machst du bitteschön nicht das Gleiche? Nimm doch mal jetzt, keine Ahnung, nimm jetzt irgendein MMORPG oder irgendwas. Stell dir irgendeins vor. Und du tust die ganze Zeit nichts anderes außer das Farmen, den Boss legen. Das Farmen, den Boss legen. Das ist auch. Und die Leute suchten es und preisen es hoch. Und ich finde, so ein Spiel wie Far Cry Primal ist eigentlich auch mal was richtig Geiles. Kein Online. Einfach nur eintauchen in eine andere Welt. Vor allem, wenn sie so schön gestaltet ist wie das. Ich meine, das Spiel war wirklich wunderschön gestaltet, muss ich zugeben. Die Lichteffekte waren klasse, der Wald, die Tiere, alles. Alles hat mir gefallen an dem Spiel eigentlich. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt vielleicht noch ein bisschen was im Nachhinein zu tun gibt. Vielleicht so Kleinigkeiten oder so. Aber ich muss zugeben, ich bin wirklich begeistert. Ich muss sagen, danke Ubisoft. Auch wenn viele dich verheißen, ich sag danke für das tolle Spiel. Mir fehlen eigentlich ehrlich gesagt die Worte. Und naja, das war's eigentlich auch schon. Und wir schauen jetzt nochmal kurz rein, ob sich jetzt noch irgendwas getan hat. Oder nicht? Ich denke mal, die Credits können wir jetzt mal überspringen. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der wirklich mal so ein bisschen Steinzeit und so. Es ist mal was anderes gewesen. Und es hat es halt einfach irgendwie rausgerissen. Und ich hoffe, es gibt auch in Zukunft wieder solche Spiele. Einfach mal abschalten, eintauchen in eine andere Welt und wieder sowas machen. So, und wir. Oh. Früh übt sich. Wahnsinn! Ich meine, wann haben wir unser erstes Tier gebändigt? Und das war jetzt vielleicht 5-6 Jahre alt? Winja Salwa. Mam Urus Atijauha.
Urus ruft nach mir. Wo sind wir überhaupt? Das frage ich mich gerade. Wo sind wir? Ah, hier sind wir. Das ist der beste Überblick hier ever. Hä? Jetzt habe ich gerade gedacht, da wäre irgendwas gestanden, aber es ist nur ein Baum. Die große, große Welt. Von hier aus, es gibt kein besseres Bild, um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen. Es tut mir leid, wenn die Folge etwas kürzer geraten ist, aber ich kann euch einfach nicht mehr zeigen. Und ich muss zugeben, es gibt auch nicht mehr, was ich tun kann. Ich kann euch allerdings noch eins sagen. Und zwar die Zeit, die wir jetzt hier verbracht haben in dem Let's Play. Und zwar habe ich mal nachgeguckt. Es waren etwas mehr als 40 Stunden. 40 Spielstunden haben wir jetzt hier in Urus verbracht. Und es war jede Sekunde wert. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr erst später in der Playlist dazugekommen seid, schaut euch vielleicht auch nochmal den Anfang an. Der Beginn, wie alles angefangen hat, was wir erlebt haben und so weiter. Würde mich freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem anderen Let's Play. Und bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut und ciao.